Servus, Moinsen und hallo hier bei Zoo & Co. Heute geht es um das Thema Hilfe bei Ohrenentzündung. Wir Menschen haben relativ selten Entzündungen im äußeren Gehörgang, da dieser bei uns eher kurz und somit gut durchlüftet ist. Bei Hund und Katzen gleicht das eher einem Tunnelsystem, in welchem sich in der Tiefe häufiger Probleme entwickeln können. Wenn bereits eine Ohrenentzündung vom Tierarzt diagnostiziert wurde, gibt es einige Möglichkeiten, wie man das Haustier unterstützen kann, um den Heilungsprozess zu fördern und natürlich um die Beschwerden zu lindern. Die Ohren sollten immer sauber und trocken gehalten werden, zum Beispiel mit speziellen Reinigern. Oder man schneidet die Haare um die Ohren kurz, dadurch kann sich weniger Dreck ablagern. Wenn der Hund gerne ins Wasser geht, sollte man nur in Gewässern ohne große Algen und Schmutzansammlungen schwimmen. Außerdem muss dringend das Kratzen am Ohr verhindert werden, da dies die Entzündung nur verschlimmern kann. Gegebenenfalls mit einem Halskragen aus dem Zoo verhandeln.